das war der Startschuss. Hey Leute, es ist sehr, sehr viel passiert zwischen dem letzten Vlog und diesem. Ich würde euch gerne die Zwischengeschichte erzählen, was passiert ist, was überhaupt passiert ist nach der Farm, von der ich gehen musste, wo ich dort wirklich noch sehr gerne geblieben wäre. Und zwar war da am letzten Tag, ich habe mir ja schon darauf vorbereitet, dass ich dort bis ins Neujahr bleibe. Ja, der Vlog ist tatsächlich schon ein bisschen weiter her. Ich habe das jetzt alles die letzten Tage nachgeholt, was ihr auf meinem Channel sehen könnt auf YouTube. Und das Ding ist, warum ich dort weggegangen bin, war, dass es erstmal kein Geld gab und das eigentliche Problem war, dass der Inhaber, der Farmer, dort irgendwie jeden Tag irgendwie so einen kleinen Ausraster hatte und das hat sich über die Tage gesteigert und dann kam auch noch dazu, dass der uns dann irgendwie immer mehr arbeiten lassen hat. Also das waren keine 5 Stunden mehr am Tag, das war dann schon länger, weil er der Meinung war, wenn man irgendwo für ihn was abholt, 3 Stunden, 4 Stunden entfernt, dann nochmal zurück, das sind insgesamt 6 Stunden, da ist man schon drüber über die Zeit. Da müsste man das eigentlich gut rechnen auf den nächsten Tag, wurde aber nicht gemacht. Und er war aber der Meinung, ach hier, Autofahren und sowas ist doch nicht anstrengend, das zählt doch gar nicht. Ihr habt quasi 2 Stunden heute gearbeitet und da erlasse ich euch die 3 Stunden. Morgen halt wie gehabt 5 Stunden. Solche Sachen, und es ist nicht nur einmal passiert, ja, da müsst ihr wirklich genau drauf aufpassen. Und ihr seid Backpacker, okay, ihr habt vielleicht keine Kohle mehr, aber ihr dürft euch auch nicht verarschen lassen. So hart es ist und so schön vielleicht auch dieser Ort ist, was bei mir der Fall war, ich wäre wirklich sehr gerne dort geblieben, bei den Pferden dort mal ein bisschen was lernen. Das wollte ich schon seit Jahren und ich war kurz davor, doch endlich mal ein bisschen reinzukommen in diese Routine, ein bisschen was über Pferde zu lernen und zu reiten. Und ja, ich bin halt wirklich nur zur ersten Etappe gekommen, könnte man sagen. Schade, wirklich schade. Aber ich war mit 2 Mädchen dort, habe mich dann dazu entschlossen, dass ich mit denen gehe, weil der einfach immer mehr am Ausrasten war. Ich habe ihnen von vornherein gesagt, ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Bei mir kann es manchmal ein bisschen dauern, auch mit den Antworten. Und das hat ihn anscheinend nie so richtig bekommen. Gut, würde man jetzt sagen, man sollte erstmal beide Seiten sehen. Ja, also meine Fehler, seine Fehler. Ich hätte ihn vielleicht schneller antworten sollen. Aber auf der anderen Seite sollte man, wenn man sich Leute einlädt, dass die für einen arbeiten, ist man quasi ja der Chef irgendwo. Aber dann sollte man seine Mitarbeiter nicht derart anschreien und anpöbeln und dann das Gartengerät, mit was er mir zeigen wollte, so ein Heckenschneider, hat er einen hohen Bogen auf die Wiese geflackt und ist weggegangen und hat er nicht mit mir geredet. Ich habe ihn dann, glaube ich, 3-mal versucht anzusprechen, was das jetzt sollte und ob er mal bitte stehen bleiben kann, dass er mit mir reden kann darüber, über das, was hier jetzt gerade passiert. Oder habe ich mich dann wieder als Erwachsener gefühlt, obwohl dieser Herr locker 20 Jahre älter war als ich. Das sind so eine Sachen, also ganz ehrlich, da muss man da irgendwie ein bisschen hinterstehen. Er ist halt einfach mit meiner Art nicht klargekommen, dass ich wahrscheinlich zu ruhig bin. Keine Ahnung. Und ein bisschen länger brauche fürs Antworten. Ich persönlich finde es lächerlich und genau so ist es passiert. Jedenfalls habe ich dann mit den Mädels geredet und die haben so die gleichen Sachen erzählt, dass der die auch schon an Art und Weise, ja, wie soll man sagen, angepöbelt hat, bisschen niedergemacht hat. Er hat auch jeden Abend, nicht nur jeden Abend, er hat am Tag auch getrunken. Also der, irgendwas wird da gewesen sein oder ist da. Ansonsten eigentlich ein sehr cooler, direkter Typ gewesen. Ich will nicht weiter mehr über ihn jetzt ablästern. Die Farm selber war super, war richtig cool. Auf jeden Fall geiles Erlebnis, aber ich werde für diese Farm trotzdem nichts irgendwie in meine Beschreibung oder sowas setzen, weil ich euch einfach empfehle, da nicht hinzugehen. Also eigentlich Quatsch, was ich jetzt gesagt habe. Da müsste ich gerade jetzt was drunter setzen, dass ihr nicht auf diese Farm geht. Das wäre, glaube ich, das Richtige. Wo die ist und so weiter und so fort. Wie ihr die finden könnt, über sogenannte Woofing und über HelpX. Werde ich unten in der Beschreibung auf jeden Fall auch reinsetzen. Sehr, sehr hilfreiche Seiten, sehr cool.
um einfach mal das Outback zu erfahren. Es gibt auch Leute, die mitten in der Stadt das anbieten. Da habe ich tatsächlich auch welche gefunden, was mich dann letztendlich wirklich nach Manly gebracht hat. Und hier bin ich jetzt. Und ich werde hier auch noch eine ganze Weile bleiben. Das werdet ihr in meinen nächsten Vlogs auf jeden Fall erfahren, was alles hier so passiert ist. Ich muss echt viel nachholen. Das hier ist mal wieder so ein kleines Infovideo. Und wie ihr vielleicht schon erkannt habt, das Bild ist besser. Hi! Man kann mich jetzt noch besser sehen. Ich habe mir eine neue Kamera geholt und wie das passiert ist, das entstanden ist, das werdet ihr auch in meinen nächsten Vlogs erfahren. Bin ich auf jeden Fall sehr aufgeregt und ich habe mir auch noch andere neue Gadgets geholt, wo ich auch sehr aufgeregt bin, die euch zu zeigen. Dann, wo ich gegangen bin oder wir gegangen sind, Gott sei Dank hat eine von denen ein Range Rover gehabt. Da konnten wir dann halt dann schnell abhauen von der Farm. So hätten wir laufen müssen mit unserem ganzen Gepäck, weil ich glaube kaum, dass wir den gefragt hätten, ob er uns in die Stadt fahren kann. Also das, nee, ich glaube, das wäre ein bisschen blöd gekommen. Egal, ist so nicht passiert. Gott sei Dank war ein Auto da und wir konnten abhauen. Sind dann noch zu ihm gegangen, haben gesagt, danke für die tolle Erfahrung und viel Erfolg mit deinem Shop. Der macht einen Shop dort auf für Pferdebedarf und sowas, also Equipment, wo wir auch drinnen gearbeitet haben und alles aufgebaut haben und sowas. Also quasi haben wir seinen Shop aufgebaut, alles, was da drinnen so. Kleines süßes Ding, sieht sehr cool aus. Und ja, wir haben eigentlich ziemlich viel geholfen, habe auch sehr viel gelernt so über Utensilien und so ein Kram. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schade, dort, dass ich dort gehen musste. Wer weiß, was da dann die Tage noch passiert wäre. Das möchte ich mir auch nicht ausmalen. Jedenfalls sind wir abgehauen und die wollten auch nach Sydney. Da dachte ich mir, ey, geil, dann machen wir einen Sydney-Trip dorthin. Machen wir mit dem Auto einen Trip nach Sydney. Die beiden Mädchen, die sind aber so Strandnixen. Das hat mir gar nicht gefallen. Die haben dann halt den ganzen Tag nur am Strand gesessen und das kann ich. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht den ganzen Tag an den Strand legen und nichts tun. Wenn ich am Strand bin, dann muss ich irgendwelche Aktionen, Aktivitäten machen, was ich in dem Sinne auch gemacht habe. Vielleicht habe ich da noch ein paar kleine Sachen in der Aufnahme, dass ich euch hier zeigen kann. Da. Und ja. Es war dann halt so langweilig, ich habe dann alles abgefilmt, habe dann kleine Krebse gefilmt, wie auch immer, irgendwas. War die Luft auch schon raus, dann habe ich ein bisschen mit der gequatscht und die hat dann zu mir gesagt, du musst nicht mit uns mitkommen, wenn du nicht willst. Also die Möglichkeit besteht, dass du mit dem Zug fahren kannst nach Sydney. Dann bist du eher bei deiner Host-Family. Ich war ja schon mal vorher in Manly, gibt es auch ein Video, hier verlinkt. Die habe ich dann angerufen, den habe ich dann die Geschichte erzählt und die Mutter dann gleich so, oh mein Gott, Kindchen, okay, komm so schnell wie möglich zu uns, alles gut bei dir und so. Und dann ist auch noch eine Geschichte, ich habe dort vor Ort mein Portemonnaie verloren, mit allem. Ich habe da sogar meine SIM-Karte, meine deutsche SIM-Karte drin gehabt, also auch weg. Und ich habe das alles ja wieder geholt. Ich glaube, in meinem zweiten Vlog spreche ich darüber ausführlich, was ich da alles verloren habe und so weiter und so fort. Habe ich ihr die Geschichte erzählt und sie hat dann auch gleich so, oh, brauchst du Geld? Brauchst du Hilfe? Wie kommst du von dort jetzt weg? Und da habe ich ihr dann gesagt so, oh, das ist echt super von dir. Wow, danke. Also da sind mir die Worte, auf jeden Fall, die haben mir die Worte gefehlt. Ich war richtig, richtig dankbar auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass das so leicht ging. Sie hat mir das Geld überwiesen. Damit konnte ich dann den Zug bezahlen. Dann kam das nächste Problem. Ich war am Zug, habe mein Ticket bestellt und online ging das aber nicht mehr. Dann war ich vor Ort und habe versucht, das Ticket online irgendwie ranzubekommen. Dann bin ich an den Schalter gegangen, habe gefragt, wie kann ich jetzt noch ein Ticket bekommen für den Zug, der gleich kommt? Und er hat mir dann gesagt, dass das online nicht mehr funktioniert, weil es hat online, also ich habe immer auf Buchen gedrückt, aber das ging nicht. Die Seite hat mir irgendwie sowas wie ein Error angezeigt, dass es halt nicht buchbar ist. Also der hat dann die Seite neu aktualisiert und da stand aber irgendwie nichts und dann dachte ich, okay, ist das jetzt gebucht oder nicht? Das war total komisch. Dann bin ich an den Schalter gegangen und habe gefragt, was Sache ist und sie hat mir dann gesagt, dass man eine Stunde vorher ist das Letzte, was man machen kann und ich war aber eine halbe Stunde oder nee, nicht mal. Das war keine halbe Stunde. Das Mädchen, das mit mir auf der Farm war, hat mich ja mit ihrem Auto dann ganz schnell hingefahren. Und wir
sind, glaube ich, 10 Minuten, 5 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war echt knapp, sind wir angekommen. Ich bin hochgerannt ans Gleis und dann halt zum Schalter, weil ich das online alles versucht hatte schon. Und habe ihr dann halt gesagt, dass es so und so nicht funktioniert. Und sie hat mir dann gesagt, dass es halt nicht geht. Punkt. Da habe ich gesagt, okay, ich brauche den Abo unbedingt. Ich habe nichts da. Ich habe nur $35, $40 so um die Dreh. Habe das dann ihr da so geschildert, dass ich das auf meinem PayPal-Konto habe und sonst nichts anderes habe, weil ich mein Portemonnaie verloren habe. Und ich von der Farm geflohen bin, könnte man sagen, weil der Farmer ein bisschen dödödö. Der hat erstmal große Augen bekommen und hat gesagt, oh mein Gott, okay, pass auf, wir können das so machen, wenn der Zug ankommt, dann frage ich den Schaffner, wie wir das anstellen können. Ich habe da schon eine Idee. Da habe ich mein ganzes Vertrauen in sie gelegt und gehofft, dass es funktioniert. Ich habe mir schon so Sachen ausgemalt, oh, ich werde hier heute bestimmt auf der Bank heute übernachten, bis ich am nächsten Tag dann halt fahren kann. Wie mache ich das mit Essen und Trinken? Muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal hungern, trinken? Vielleicht finde ich hier irgendwo eine Pfütze oder einen Brunnen. Ey, da sind mir Sachen durch den Kopf geschossen, durch was jetzt alles passiert. Also der Zug kam dann, sie hat mich mitgenommen. Ich habe mich wie so ein kleiner Junge gefühlt in dem Moment, der das erste Mal mit dem Zug fährt. Und dann kam die Schaffnerin, die haben dann sich da unterhalten, ihr hat ihr das alles geschildert, wie was gerade passiert. Und die Schaffnerin hat dann ganz easy zu mir gesagt, pass auf, es ist eh voll, du buchst einfach für den nächsten Tag, gehst dann in die erste Klasse. Was soll man da großartig dann noch sagen? Also, geil. Ich habe erstmal mich übelst gefreut und dann noch dieses Update oder Upgrade zur ersten Klasse, auf jeden Fall sehr cool, und das alles für $35. Normalerweise würde man für die erste Klasse hier um die, kommen wir mal drauf an, die Strecke zwischen $70 und $130. Auf jeden Fall sehr coole Sache war das, dass das so easy vonstatten ging. Sie hat mir dann gesagt, okay, ich komme dann nochmal zu dir, du zeigst mir dann die Buchung für morgen, dass das alles abgegangen ist, und dann ist das erledigt, brauchst kein Ticket oder sonst was mir zeigen, einfach nur die Buchung, was ja im Endeffekt dann dieses Ticket eigentlich ist, und dann ist es für mich abgehakt, alles gut, weil sie das an diesem Tag selber nicht in ihrem System registrieren kann oder darf oder wie auch immer. Wie sie das denn letztendlich gelöst hat, weiß ich nicht, aber ich bin dieser Frau sehr, sehr dankbar, dass das so geklappt hat, funktioniert hat. Sonst hätte ich dort übernachten müssen und hätte am nächsten Tag nach Sydney fahren können. Wer weiß, vielleicht passiert das irgendwann mal und dann wäre das auch eine Erfahrung. So war es halt knapp davor. Dann bin ich nach Sydney gefahren. Das seht ihr in meinem letzten Vlog. Da habe ich noch ein paar kleine Aufnahmen gemacht vom Zug aus. Ja, dann war ich in Sydney und war wieder bei meiner alten Host-Family. Dann war ich endlich da und bin jetzt hier schon ein ganzes Weilchen. War eine Weile bei meiner Host-Family über die Weihnachtsferien auch. Danach war dann Neujahr, und Neujahr, da beginnt mein allererster Vlog, wo halt das Silvesterfeuerwerk von Sydney stattfindet. Und ja, da habe ich halt damals gedacht, das ist ein ziemlich, ziemlich guter Anfang für einen Vlog. Und jetzt sitze ich hier und quatsch euch zu. Danach, das war am 8. Januar, bin ich dann zu meiner Au-pair-Family. Seitdem passe ich auf zwei Jungs auf. Der eine ist 7, der andere ist 3. Und seitdem ist auch schon viel passiert. Vielleicht werde ich auch mal einen Tag machen, so ein Au-pair-Alltag von mir. Was ich mit den Jungs mache, zur Schule bringen, Vorschule, was ich mit denen unternehme. Aber bis dahin kommen erstmal noch so ein paar andere Sachen, die ich vorbereitet habe. Natürlich muss ich die alle immer erstmal noch schneiden, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Das war eine kleine Info, und was eigentlich dazwischen alles passiert ist, wieder schauen, reingehauen.